Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon Rage. So, ihr wisst, was es heißt. Genau, wir gehen wieder in den Endlosmodus und versuchen es weiter. Die 200 Gebäude schaffen wir doch wohl. Und selbst wenn nicht, dann freut euch wenigstens, dass ich hier in diesem Part mehr rede als in Portal Part heute. Denn das ist, ja. Den Umständen zu schulden. So. So. Moment mal, war das Logo von BP Outlaws schon immer unten rechts mit drinne in der Folgen? Also in den Folgen? Egal. Ja. Okay, ich glaube, ich darf jetzt mal ausreichen. Schrägstrich ausrasten. Schmackhafte Ritter. Wie gesagt, ich versuche heute die 200 zu knacken, Leute. Deswegen haltet eure... Ja, haltet einfach alles fest, was ihr habt. Das wird euch heute umhauen, die Folge, hoffe ich. Dass das auch so hinhaut, wie ich mir geplant habe. Ja, hier. Einfach nochmal ein Ei. Und ich kann schon wieder ragen, also daher. Ab dafür. Hier nochmal Rage. So. Ja, das ist doch schön hier. Oh, ist das schon wieder so schön mit dem Controller das zu machen. Das ist einfach besser zu spielen auch. Ich merke es allmählich auch. Also, ich war ja eher so der, der immer mit Maus und Tastatur nur am PC gespielt hat und dann so seine eine oder andere Schwierigkeit hat. Aber jetzt, wo ich das hier zum Beispiel mit dem Controller spiele, muss ich sagen, ja doch, es lässt sich spielen. Also mit Controller am PC. Klar, es gibt viele Spiele, die
quasi auch schon darauf ausgelegt sind, so wie zum Beispiel Rennspiele. Da braucht man einfach einen Controller für. Anders kommt man da ja halt nicht wirklich voran. Also Zitat, man kommt auf die Steuerung nicht klar. Aber ja, keine Ahnung, so Shooter oder sowas, das spiele ich lieber mit Maus und Tastatur. Da bin ich halt echt eigen, wahrscheinlich. Oder wie seht ihr das? Spiele mit Controller spielen oder mit Maus und Tastatur? Ihr könnt natürlich gerne mal abstimmen. Ich werde eventuell, wenn ich es schaffe, die Abstimmung oben rechts mit diesem i euch natürlich einblenden. Oder zur dritten Auswahl steht auch noch, beides ist gleich gut. Für die, die ja eher den etwas unerwählteren Weg haben. Also die sagen, nö, ich finde eigentlich beides passt. Habe eigentlich mit keinem von beiden wirklich Probleme, Schrägstrich. Macht keins von beiden mir irgendwie irgendwelche Schicken, dass ich sage, dass das nicht geht. Na also, das könnt ihr ja gerne mal diskutieren, Schrägstrich, ja. Ja, ich muss immer mehr überlegen, ja, diskutieren nicht direkt, weil ihr das ja nur per Anfrage, Frage- und Antwortprinzip macht. Heißt, dann müsst ihr das, ja, einfach mal in der Beschreibung gleich schon wieder, Community, mal ein bisschen untereinander austauschen euch, was ihr davon haltet. Tastatur und Maus oder Controller am PC zum Steuern. So, immerhin haben wir schon mal 87 Gebäude zerstört. Ein klein weniger als die Hälfte. So. Keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe, aber es hat funktioniert. Oha! Das ist schön, das ist sehr schön. Okay. Ja, das bringt nichts. Ich brauche den Rage. So. So.
Ich versuche das nochmal mit dem Prinzip, was ich gemacht habe. Ey, warum funktioniert das? Das Einzige, was ich mache, ist halt immer zwischendurch mal den Anlauf zu nehmen und dann wieder zu beißen. Ja, so. Ihr seht da unten, meine Energie füllt sich immer zwischendurch mal und dann geht sie wieder raus, weil ich ja diesen Push einsetze. Ich weiß ja nicht. Irgendwie ist das nicht ganz richtig. Na gut, wenn das jetzt aber so weiter funktioniert, dann kann ich bis 300 vielleicht sogar heute noch kommen. Oder ich habe wirklich nur die 200 und bin dann aber zufrieden erstmal auch. Und dann ist halt das nächste Ziel 300, 400 und so weiter. Ja, wenn das echt jetzt funktioniert, Leute, habe ich jetzt den ultimativen Trick jetzt für diese Sache gefunden, ne? Hier, einfach so ein bisschen snacken, dann wieder weiter snacken, weiter snacken, weiter snacken, weiter snacken. Immer wieder den Wechsel. Einfach hin und her. Und schon wieder ist es hier. Ja, das funktioniert. Paar Mal. Ich kann das immer wieder. Ah ja, gut, außer ich werde vereist. Was natürlich ein bisschen unschön ist, aber passieren kann. Ey, das funktioniert echt, ne? Ist ja fast schon dreist, was ich hier abziehe. Achso, ich sollte vielleicht auch erstmal wieder futtern. Genügend. Zitat, dass ich auch diesen Rage Quick Feeding machen kann. Oh, oh, oh. Und wir haben ja auch gerade einen Unwetter bei uns. Also. Ah! Ich glaube, das ist auch echt die beste Taktik. Immer in Bewegung bleiben, bis futtern. Und dann einfach nur noch durchrachen. Vorausgesetzt, man hat irgendwas zum Futtern hier auch. In der Bubble zum Beispiel. Oder außerhalb der Bubble oder überhaupt irgendwo. Oder vielleicht bugge ich ja hier gerade mit dem Spiel irgendwie was, was eigentlich nicht sein soll oder so. Das kann ich ja nicht wissen, weiß ich nicht, ob das so ist. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Und solange es funktioniert, bin ich zufrieden und ihr ja auch, oder? Zitat, endlich schaffen der 200 Gebäude. Vor allem wird es immer härter auch hier die Gebäude ranzukommen. Was? Nein! Als ob! Ich glaub's nicht. Okay. Ich hoffe, euch gefällt die Folge wieder. Ich muss sagen, ich finde es unfair, immer bei 170, 130, 150 irgendwo, immer vor dem eigentlichen Bereich, wo ich hin will, irgendwo hänge ich immer fest, Leute. Jo, dann heißt das so, die Taktik funktioniert doch nicht so ganz. Ich versuche noch einiges aus, Leute. Beziehungsweise probiere noch einiges aus. Weil ich habe bei YouTube jetzt auch nicht wirklich mehr gefunden, als dieses eine Video, was da war, / nicht mehr da ist, leider. Weil sich auch. Nee, wieso? Hä? Na gut. Weil da anscheinend jemand mit einem Hacking-Tool gearbeitet hat. Und deswegen
ja, diese Stun-Funktion des Essens, also wenn man isst, ist man ja kurz unterbrochen, aufgehoben hat. Deswegen konnte er so hühnerartig so sich hin und her drehen und immer picken nach, ja, Menschenfleisch. Zitat, die da herumlaufen, die NPCs. Na gut, ich würde sagen, mit diesem, ja, leider wieder etwas traurigeren Ergebnis, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, verabschiede ich mich jetzt erstmal. Von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage, ich bin raus, alles, haut rein und ciao.